Ja, und wieder sind wir beim Let's Play von Jade Empire. Wir machen direkt weiter. Indem wir das Spiel laden. Ja. Das letzte Mal waren wir bei Mink, den alten. Der alte Mink, genau, der alte Mink. Haben ihn über die Arznei gefragt und haben hier bei diesem Schein aufgehört. Ja, dann machen wir auch gleich mal hier weiter. Mit dem werten Herrn Ming haben wir bereits gesprochen. Und ich muss nochmal ganz kurz pausieren. Ich habe was vergessen. So, da bin ich wieder. Und dann machen wir gleich mal weiter. Mit dem alten Ming haben wir gesprochen. Daher ist dieser nicht mehr so wichtig für uns. Jetzt müssen wir zurück in die Stadt mit dem Händler sprechen, weil wir da was holen sollen. Genau. Potenzielle Kundschaft ist willkommene Kundschaft. Was kann ich für euch tun? Ich bräuchte Zutaten für einen Kräuterwickel. Oh ja, ich habe gehört, jemand sei verletzt worden. Und da sah ich sofort die Gelegenheit, Unmengen von... Nein, ich meine natürlich, mich nützlich zu machen. Wie dem auch sei, ich habe mein Lager durchgekramt und ich habe genügend Zutaten für eine Dosis der Salbe, die man für einen Wickel braucht. Ich bin nicht sicher, ob er viel nützen wird. Vielleicht hilft er, den Schmerz zu lindern. Der alte Ming empfahl, rotes Seidengras, um ihre Wunde zu heilen. Oh, das ist eine gute Idee, nicht wahr? Ja, ich glaube, rotes Seidengras ist genau das Richtige für eine Wunde. Ich könnte es dem Wickel hinzufügen. Ziemlich teures Zeug allerdings. Auch schwer zu beschaffen. Es würde ihrer Wunde sicher guttun, aber ich weiß etwas, das genauso gut wirkt. Besorgt ihr etwas Bartzungengras. Das wird ihr helfen. Die Wunde heilt davon nicht schneller. Sie muss sich also schonen. Aber das Gras nimmt ihr den Schmerz. Ich nehme das rote Seidengras. Ich will, dass sie gefahrlos kämpfen kann. Wenn ihr meint, eine derartige Summe für eine Heilung ausgeben zu wollen, welche die Zeit von selbst besorgen würde, aber gern. Ich brauche das Geld allerdings im Voraus, um den Wickel vorzubereiten. Hier sind 50 Silberstücke für das rote Seidengras. Ihr werdet für einen guten Zweck doch nicht den vollen Preis verlangen. Ich komme wieder, wenn ich genügend Geld habe. Ich muss erst darüber nachdenken. Ausgezeichnete Wahl. Ich werde die Salbe für euch anmischen und den Wickel vorbereiten. Dauert nur einen Moment. Hier, bitteschön. Der Schmerz wird schnell nachlassen und die Heilwirkung des roten Seidengrases sorgt dafür, dass sie wieder kämpfen kann, wenn sie das wünscht. Ihr seid zu großzügig und ich will mich auch wirklich nicht beklagen. Alles Gute damit. Ich hoffe, es geht eurer Freundin bald besser. Gut, das war's dann. Geh Schaut wieder. Gern wieder herein, wenn das Gewicht eures Silbers euch hinderlich wird. Bin jederzeit für euch da. Das war schon klar. Ihr haltet Kräuterwickel mit rotem Seidengras. Ja. Danke. Jetzt müssten wir doch hier lang, genau. Ich weiß gerade echt nicht, was ich irgendwie hier reden soll. Deswegen ist das, bin ich etwas still. Ich überlege gerade, was ich sagen könnte. Ja. Das Aufzählen vom letzten Mal würde hier jetzt nicht wirklich viel bringen. Weil eben ist so. Zu der muss ich, genau. Ihr habt heute schon viel hinter euch und es erwartet euch auch noch die Höhle unter der Schule.
Glaubt man den Geschichten der Dorfbewohner, die Lin die ganze Zeit nachplappert, hat die Höhle eine dunkle Vergangenheit. Aber ich bin mir sicher, dass euch Meister Li keinen unüberwindlichen Gefahren aussetzen würde. Nun, was kann ich für euch tun? Ich habe einen Kräuterdrink, der eure Wunde sicher gut tun würde. Das sind wundervolle Neuigkeiten. Meine Güte, ich spüre schon, wie es wirkt. Das ist wirklich erstaunlich, einfach wunderbar. Der Kräuterwickel ist sicher nicht ganz billig gewesen. Ich möchte euch das Geld gerne zurückgeben. Also, wie viel habt ihr dafür bezahlt? Er hat mich nur 25 Silber gekostet. Ich habe 50 Silber dafür hinlegen müssen. Ich brauche mir kein Geld gegeben. Ich habe euch gern geholfen. Das ist wirklich sehr nett von euch. Ich kann euch gar nicht genug dafür danken. Wenn ihr euch an einem neuen Rekord versuchen wollt, um euch die Belohnung von Lächelnder Berg zu verdienen, was auch immer es sein mag, dann stehe ich zu eurer Verfügung. Gut. Auf Wiedersehen. Jetzt bin ich netter geworden und habe Erfahrung bekommen. Wahnsinn. Ja. Dann gehen wir mal zum Meister Li. Der hat ja eine Aufgabe für uns. Ah, das seid ihr ja. Habt ihr alle Angelegenheiten abgeschlossen, die eure Mitschüler betreffen? Ich nehme an, dass unser Gespräch vieles verändern wird. Ihr solltet bereit dafür sein. Ja, Meister, ich bin bereit. Wartet draußen, Gau. Wir werden unser Gespräch nachher fortsetzen. Mein Schüler, jetzt liegen viele Dinge vor euch, die ihr über euch selbst herausfinden müsst. Ich nehme an, ihr kennt die Wichtigkeit eurer Bestimmung. Ich höre euch zu. Was ist der nächste Schritt? Woher sollte ich sie kennen? Ihr erzählt mir ja nichts. Hat das etwas mit den Assassinen der Banditen zu tun? Ihr seid ein Waisenkind, aber ihr seid nicht ausgesetzt worden. Ihr wurdet aus dem Tempel der Klagefestung gerettet, im Land der heulenden Geister. Ihr habt eure Eltern gewaltsam verloren. Ich bin verantwortlich dafür. Wisst ihr, ich war einmal weit mehr als ein einfacher Lehrmeister. Um etwas über euch zu erfahren, müsst ihr mehr über mich erfahren. Ich war einst oberster Befehlshaber der kaiserlichen Armee. Ich war einst als Sun Li, der ruhmreiche Stratege, bekannt. Ich bin der Bruder des Kaisers Sun Hai. Meister, ihr habt nie davon etwas davon gesagt. Ihr habt nie etwas davon gesagt, genau. Warum sollte ich das glauben? Das klingt sehr abwegig. Ich werde euch mehr erzählen. Aber zunächst haben wir hier einen ungebetenen Besucher. Gao hatte schon immer die Neigung zu lauschen. Vor allem, wenn er wütend war. Wie berechenbar. Er hat alles gehört, was ich ihn hören lassen wollte. Vielleicht lernt er etwas daraus. Er sollte selbst die einfachsten Leute achten, denn wer weiß schon, was in ihnen steckt. Das schließt auch euch und mich ein. Warum habt ihr verborgen, dass ihr der Bruder des Kaisers seid? Ich weiß nicht, ob ich euch glauben soll, dass ihr der Bruder des Kaisers seid. Ich schämte mich. Während der großen Dürre griff mein Bruder eure Heimat an. Das Land der heulenden Geister. Seine Herrschaft hatte eine Wendung zur Härte genommen, die bald der Hand des Todes zum Aufstieg verhelfen sollte. Ich zog meine Unterstützung zurück und versuchte, euer Volk gegen einen Angriff zu mobilisieren, den ich selbst mit geplant hatte. Vergeblich. Beide Seiten erlitten hohe Verluste. Auch Sun Qin, mein anderer Bruder, fiel. Schlacht. Hört mir zu. Ich werde euch erzählen, wie ihr in meine Obhut gekommen seid. Kommt mit. Nein, ich werde hier gebraucht. Geht.
Die Euren wurden getötet. Das verfolgt mich nach wie vor. Und es hat offenbar Folgen für das gesamte Reich. Der Mörder unten am Ufer war ein Lotus-Assassine. Ein Scherge der Hand des Todes. Er wird nicht der Einzige bleiben. Könnt ihr mir etwas über mein Volk erzählen? Wer ist diese Hand des Todes? Wie viele Brüder gab es in der Familie des Kaisers? Was meint ihr damit, dass es Folgen für das gesamte Reich hat? Die meisten Leute im Kaiserreich wissen nichts über das Land der heulenden Geister. Ich habe seine Bewohner als ehrenwert kennengelernt. Mehr kann ich euch jedoch nicht sagen. Es war keine Zeit, mehr zu erfahren. Fahrt fort, erzählt mir, was das mit meiner Bestimmung zu tun hat. Er ist die rechte Hand des Kaisers und führt die Lotus-Assassinen anstelle von Prinz Sun Kin, der in der Klagefestung getötet wurde. Und das könnte von der Hand des Todes durchaus so arrangiert worden sein. Er handelt ohne zu zögern und hat an die Leben derer, gegen die wir kämpften, keinen einzigen Gedanken verschwendet. Sein Einfluss vergiftet den Kaiser. Ich habe keinerlei Zweifel, dass er durch und durch böse ist. Ich habe nie gegen ihn gekämpft, aber ich kenne niemanden, der das getan hat und noch lebt. Irgendeine dunkle Energie nährt ihn. Das ist die Rüstung eines Mannes, der keine Reue und kein Mitleid kennt. Wie viele Brüder gab es in der Familie des Kaisers? Wir waren drei Brüder. Kaiser Sun Hai, Prinz Sun Qin, die göttliche Hand, und ich selbst, Sun Li, der ruhmreiche Stratege. Das Alter entschied über unseren Platz in der Ordnung der Dinge. Sun Hai war der Älteste und daher Kaiser. Dann kam ich, der Befehlshaber der Armee. Sun Qin war der Jüngste und führte den Mönchsorden. Was meint ihr damit, dass es Folgen für das gesamte Reich hat? Euer Volk bewachte etwas, von dem wir keine genaue Vorstellung hatten. Es hängt mit eurer Bestimmung zusammen. Ich werde es euch erklären, wenn ihr möchtet, dass ich fortfahre. Fahrt fort, erzählt mir, was das mit meiner Bestimmung zu tun hat. Ihr wart für etwas Wichtiges bestimmt, aber durch mein Handeln wurde es euch verwehrt. Geschichten über Geister. Der Assassine am Strand. Das hat mit euch zu tun. Unsere Toten treiben nicht länger zur Unterwelt. Sie irren verloren umher und werden wahnsinnig. Mit der Zeit könnten sie die Lebenden verdrängen. Das hat angefangen, als euer Volk vernichtet wurde. Warum habe ich davon noch nichts mitbekommen? Mythen und Legenden, kommt endlich zum Punkt. Wir befinden uns am Rande des Kaiserreichs und nicht alle Geister zeigen ihre Anwesenheit. Wir sind zwar nicht immun, aber ich habe versucht, euch zu isolieren. Diese Informationen könnten euch gefährden.